Ist dein Verkaufsgespräch auch schon zu Ende, wenn der Kunde einen Einwand hat? Falls ja, dann bist du hier genau richtig, denn ich zeige dir jetzt die universelle Lösung auf alle Einwände. Und wenn du bis zum Ende dran bleibst, dann wird das alles sein, was du zu diesem Thema jemals brauchen wirst. Und ich verrate dir sogar, warum Biologie schuld daran ist, dass du Einwände vielleicht nicht so gerne magst. Okay, welches ist dein schwierigster Einwand? Diese Frage, die habe ich der Einfach-Neukunden-Community gestellt und die Mitglieder haben abgestimmt. Falls du übrigens noch kein Mitglied in der Einfach-Neukunden-Community bist, dann komm gern mit dazu. Wir tauschen uns intensiv zum Thema Neukundengewinnung aus und du bekommst sogar Zugang zu kostenlosen Online-Kursen von mir. Den Link, den findest du in der Beschreibung oder besuch www.einfach-neukunden.com. Also, die Mitglieder, die haben folgendermaßen abgestimmt. Platz 3 ist kein Interesse. Platz 2, schicken Sie mir was Schriftliches zu. Und auf Platz 1 ein Klassiker, das ist mir zu teuer, beziehungsweise ich habe kein Geld. Jetzt könnte ich dir natürlich die Antworten einfach vorplappern, du plapperst es nach und das funktioniert tatsächlich auch. Aber du möchtest ja gerne die universelle Antwort haben, du möchtest ja gerne selber auf jeden Kundeneinwand eine Antwort finden. Und deswegen möchte ich dir einmal ganz kurz die Biologie vorstellen, die hinter dem Thema Einwandbehandlung steht. Und zwar haben wir Menschen verschiedene Reflexe, ja, die unser Überleben gesichert haben bislang. Und 3 dieser Reflexe sind zum einen Fight, Flight und Freeze. Also kämpfen, flüchten oder erstarren. Und es ist tatsächlich so, dass viele noch diese 3 Urinstinkte nutzen, wenn es um das Thema Einwandbehandlung geht. Sie kämpfen entweder, sie flüchten oder sie erstarren. Vielleicht geht es dir ähnlich. Ich mache gleich mal so ein paar Beispiele. Allerdings steht ja kein Säbelzahntiger vor dir, sondern ein Kunde, der nur seine Meinung hat. Also nur jemand, der eine andere Meinung vertritt als du gerade. Und wenn du dann kämpfst, dann sieht das folgendermaßen aus. Der Kunde sagt zu dir, es ist mir zu teuer und du sagst, ja, aber sie bekommen ja auch Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und es geht tatsächlich dann nur noch ums Recht bekommen. Du weißt, wovon ich rede. Das ist dann sehr, sehr mühsam, wenn du jeden Tag mehrmals mit dem Kunden darum kämpfst. Deswegen kämpfen beim Thema Einwandbehandlung keine gute Idee. Das nächste ist flüchten. Das bedeutet, du möchtest gerne schnellstmöglich aus dem Gespräch und sagst dann, oh, okay, sorry, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, du machst dich dann so richtig schön klein, willst nur noch aus dem Gespräch raus, willst einfach die Situation beenden. Und das ist sehr häufig der Fall. Und wenn du das häufiger machst, dann hast du irgendwann mal keine Lust mehr auf diese Gespräche, weil die Situationen einfach ja zermürbend sind, die sind anstrengend für dich, du magst sie nicht und deswegen ist Verkaufen bei vielen auch nicht so sehr beliebt. Und der dritte Reflex ist dann erstarren, das machen auch tatsächlich viele und das sieht dann folgendermaßen aus. Den verschlägt dann so total die Sprache, als hätten sie noch nie einen Kundeneinwand gehört. In jedem Fall reagiert dein Körper physisch und natürlich auch psychisch. Du kriegst vielleicht Herzrasen, du kriegst vielleicht Muskelverspannung, dein Adrenalinspiegel steigt, alles mögliche Stresshormone werden ausgeschüttet. Ja, da ist eine Menge los dann unterbewusst. Und genau dieses Unterbewusstsein möchte dich ja vor solchen Situationen schützen und sagt dir dann auch unterbewusst, verkaufen ist schlecht. Und damit du solche Situationen in Zukunft als positiv bewertest, musst du sie kognitiv umdeuten. Unser Gehirn ist ja lernfähig, das nennt man Neuroplastizität, hat man jetzt auch endlich mal rausgefunden. Und egal wie jung oder alt du bist, dein Gehirn kann das lernen und zwar in sehr, sehr kurzer Zeit. Das bedeutet, im ersten Schritt musst du Einwände tatsächlich als etwas Positives bewerten oder zumindest es als wertfrei wahrnehmen. Das bedeutet, wenn ein Kunde dir einen Einwand sagt, dann werte das nicht als Angriff oder etwas, wo du abhauen musst oder wo dir peinlich sein muss, dass du dich so zusammenrollst. Ja, das musst du alles nicht machen. Und damit du das ein bisschen positiver bewerten kannst, habe ich dir ein paar Beispiele mitgebracht, welche Vorteile Einwände mit sich bringen. Der erste Vorteil ist, Einwände verraten dir wertvolle Informationen. Das zweite ist, sie fördern den Dialog. Das bedeutet, dass nicht immer nur du sprichst, sondern auch der Kunde mal zu Wort kommt. Das dritte ist, sie geben deinem Kunden Sicherheit. Ja, du baust Vertrauen auf. Wenn dein Kunde eine Rückfrage hat, einen Einwand hat, dann kann das ja auch sein, er fragt dich etwas, weil er es besser verstehen möchte. Er braucht mehr Sicherheit. Und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Als viertes, du kannst sie nutzen, um Kaufreue vorzubeugen. Als fünftes, sie verhindern Missverständnisse. Und als sechstes, sie verkürzen das Gespräch. Okay, jetzt weißt du, dass Einwände partout nicht etwas Schlechtes, sondern sogar etwas Positives sind.
Und am besten schreibst du dir das auf irgendwo. Einwände sind gut. So einen Zettel hatte ich immer neben meinem Telefon hängen, am Computer oder am Laptop irgendwo. Mach dir das irgendwo hin, wo du es ständig siehst. Denn dann geht es irgendwann in dein Unterbewusstsein und irgendwann fließt durch deine Adern wie die Einwandbehandlungs-DNA, wenn du so möchtest. Und dann siehst du, dass Einwände ja etwas Gutes sind und du kannst dich sportlich oder mit Humor nehmen. Und meine Antworten auf Einwände sind sehr, sehr häufig auch humorvoll. Warum? Weil wenn ich den Kunden zum Lachen bringe, ja, dann haben wir beide Spaß dran und wer Spaß hat, ergo, der kauft auch viel lieber. So, was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich die Technik. Und diese Technik, die möchte ich dir jetzt vorstellen. Ich nenne das die USA-Methode. Die habe ich vor vielen Jahren einmal für mich selber entwickelt und sie hat nichts mit Amerika zu tun, so viel schon mal gespoilert. Und denn viele Menschen reagieren in einer Diskussion oder in einem Gespräch mit anderen Personen, egal ob privat oder beruflich, mit einem Ja, aber. Und wenn du mal selbstkritisch bei deinen Gesprächen mithörst oder zuhörst oder einfach mal dir das vielleicht aufschreibst, dann darauf achtest, ob es da auch stattfindet, dann wirst du feststellen, oh, bei mir ist das auch der Fall. War bei mir sehr, sehr häufig der Fall, dass ich das Wort aber benutzt habe, beziehungsweise die Wortkombination ja, aber. Ich mache dir mal ein Beispiel aus dem privaten Bereich vor. Deine Freundin oder dein Freund sagt, du bist schon wieder zu spät. Du antwortest, ja, aber es war so viel Verkehr. Dann sagt er oder sie, ja, aber dann ruf doch wenigstens an. Ja, aber ich darf doch nicht telefonieren beim Autofahren und so weiter. Also das schaukelt sich immer weiter hoch. Und das ist natürlich für eine Unterhaltung, egal ob privat oder beruflich, pures Gift. Oder im beruflichen Bereich ist es, im Verkauf, der Kunde sagt zu dir, das ist mir aber zu teuer. Dann sagst du, ja, aber dafür bekommen sie auch das und das. Und dann sagt der Kunde, ja, aber es ist mir immer noch zu teuer. Ja, und auch hier ist das Ergebnis, dass zwei Menschen nicht zusammenkommen. Das heißt also im Umkehrschluss, du verkaufst nichts. Das Wort aber soll nämlich immer das, was zuvor gesagt wurde, ersetzen. Du willst also, wenn du aber sagst, deinem Gesprächspartner seine Meinung wegnehmen und sie durch deine Meinung ersetzen und somit dann auch Recht bekommen. Und deswegen solltest du das Wort aber nur sehr, sehr gezielt einsetzen, denn du möchtest natürlich nicht deinem Gesprächspartner dauernd seine Meinung wegnehmen, weil das führt dazu, dass ihr beide da am Kämpfen seid und dann den Fight-Mode anschaltet, beide, weil dein Gegenüber auch die Urinstinkte hat. Und das führt am Ende des Tages nie zu einem Abschluss. Das kannst du knicken, wenn du ja, aber in der Konversation, im Verkauf oder privat verwendest, dann wird das nie das Ziel geben, was du eigentlich anstrebst, zumindest kein entspanntes. Was du also brauchst, ist ein Ersatzwort. Und das ist ein ganz, ganz simples Wort, und zwar das Wort und. Zum Beispiel, du rufst irgendwo an und die Person blockt sofort ab. Ja, ich habe kein Interesse. Und die meisten, die jetzt nicht geschult sind, reagieren darauf mit, ja, aber sie wissen ja noch gar nicht, um was es geht. Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch totaler Blödsinn, wenn man so reagiert, weil ich habe noch nicht einen einzigen Kunden gesehen, der nach dieser Aussage gesagt hat, ach so, ja klar, ich weiß ja noch gar nicht, um was es geht, machen Sie erstmal weiter. Das passiert nicht. Und weil du ja jetzt weißt, dass da kein Säbelzahntiger ist, reagierst du natürlich völlig gelassen, total entspannt und sagst zu deinem Kunden, wenn er dir am Anfang sagt, ich habe kein Interesse, und genau deswegen rufe ich Sie ja heute auch an, denn wüssten Sie, was ich Ihnen gleich anbiete, dann hätten Sie mich schon längst selbst angerufen. Wollen wir wetten? So, entweder legt der Kunde jetzt auf, das hätte er sowieso gemacht, oder er bleibt dran, weil er sich denkt, Mensch, das klingt irgendwie anders, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, das ist ein bisschen erfrischend. Ich höre mir zumindest mal an, was er oder sie zu sagen hat. Und was du gemacht hast, ist den Neugierpunkt getriggert. Das heißt, diese Person möchte dann wenigstens wissen, worum es geht. Das heißt, du steigerst die Zahl der Menschen, die mit dir sprechen, denen du dein Angebot vorstellen kannst. Und dann ist es nur noch reine Mathematik. Und davon schließt du auch ein paar mehr ab als vorher. Deswegen ist es klug zu sagen, und genau deswegen rufe ich sie auch heute an. So, jetzt gibt's ja zwei kein Interesse. Einmal kein Interesse ganz am Anfang des Gespräches, wenn der Kunde nicht mit dir reden möchte. Und dann gibt's das kein Interesse, wenn du dein Angebot schon vorgestellt hast. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, denn wenn du dein Angebot vorgestellt hast und der Kunde dann sagt, er hat kein Interesse, dann hast du, so leid mir das tut, an der Stelle im Gespräch vorher etwas falsch gemacht. Und du hättest besser recherchieren müssen, du hättest mehr über die Probleme sprechen müssen, du hättest über die Wünsche sprechen müssen und so weiter. Das heißt, das Kind ist da schon im Brunnen. Wenn das kein Interesse später kommt, ist es ein bisschen schwieriger, aber auch da haben wir natürlich
mit der Und statt Aber Methode einen Satz, den ich dir gerne mal ans Herz legen möchte, und der lautet wie folgt. So, der Kunde sagt dir dann wieder kein Interesse und dann sagst du, und genau deswegen sprechen wir heute. Sie sagten ja vorhin das. Und dann musst du tatsächlich nochmal ein paar Schritte zurückgehen in deinem Gespräch, nochmal über die Probleme, über die Wünsche sprechen deines Kunden, da nochmal reingehen und schauen, ob du das noch retten kannst. Ein Tipp an der Stelle, stell sogenannte Teilabschlussfragen. Also immer wenn du was vorgestellt hast, frag dann kurz nach. Wie klingt das für Sie? Was halten Sie davon? Wie finden Sie das? Geht das in die Richtung? Sind wir auf dem richtigen Weg? Und, und. Das nennt man Soft Pressing. Und du kannst dann fühlen im Gespräch immer wieder an der Stelle, nicht zu häufig machen, nicht übertreiben, aber so 2-3 Mal geht es auf jeden Fall. Und dann kannst du fühlen, wo steht der Kunde gerade? Ist der vielleicht, hat er noch Fragen? Geht der mit? Ist er begeistert? Wenn du merkst, dass er begeistert ist, dann geh auf Abschluss, dann hör auf zu reden und mach einfach das Ding zu. Und genau dabei helfen dir sogenannte Teilabschlussfragen. So, und Einwand 2 war, schicken Sie mir was Schriftliches, und das ist einer meiner Lieblingseinwände, die nehme ich immer mit einer Riesenportion Humor, und da sage ich immer folgenden Satz drauf. Der Kunde sagt, schicken Sie mir was Schriftliches, da sagst du, sehr gute Idee, und wissen Sie was, Ihre Infobroschüre, die ist 1,80 groß, hat eine Glatze, trägt eine Brille, lächelt und spricht gerade mit Ihnen. Spaß beiseite, haben Sie echtes Interesse oder war das ein charmantes Nein? Manchmal sage ich auch, wenn der Kunde gut drauf ist, sage ich mal, so ein Gespräch mit mir, das ist doch viel schöner als ein PDF-Dokument oder ein Stück Papier. Oder ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, ich baue dann sogar manchmal noch ein, mögen Sie mich etwa nicht? Und das machst du natürlich mit einem Lächeln, das machst du möglichst nur dann, wenn Kunden tatsächlich auch gut drauf sind, wenn die auch ein bisschen Humor haben. Wenn du das bei jemand machst, der 0,0 Humor hat, dann wird das Ding nach hinten losgehen. Deswegen so ein bisschen haushalten. Aber das Thema Einwandbehandlung, das kann auch echt Spaß machen. So, und dann haben wir ja noch, das ist mir zu teuer, beziehungsweise ich habe kein Geld. Ich trenne das einmal auf, einmal zu teuer und ich habe kein Geld. Denn das sind eigentlich zwei Paar Schuhe. So, sagt dir ein Kunde, dass es ihm zu teuer ist, dann kannst du im ersten Schritt sagen, und mal abgesehen vom Preis, was gefällt Ihnen denn am Angebot bislang sehr gut? Ja, du lenkst dann so ein bisschen weg von dem Preis und wieder dahin zu dem, was dein Angebot gut kann. Und dann geht dir wieder so einen Schritt zurück. Auch da ist es so, wenn der Kunde sagt, es ist ihm zu teuer, dann hast du vielleicht im Vorfeld nicht klar gemacht, welche Vorteile dein Angebot gut kann. Und genau deswegen bist du ja heute auch hier. Und nochmal der Hinweis, falls du nicht in der Einfach-Neukunden-Community bist, dann komm bitte dahin, denn da sprechen wir genau über solche Themen. Denn zu teuer bedeutet immer, dass der Kunde das Gefühl hat, dass das, was er dafür bezahlt, nicht das wert ist, was er dafür bekommt. Ein zweites Beispiel, was du sagen kannst bei zu teuer, wenn du ein bisschen selbstbewusster bist, dann kannst du auch sagen, und genau deswegen spreche ich auch mit nur einem sehr gut ausgesuchten Kundenkreis. Da lehnst du dich natürlich ein bisschen ja über die Brüstung, das ist ganz klar, aber dann zeigst du dann, und jetzt wollte ich ja etwas ersetzen, aber du zeigst deinem Kunden dann, dass deine Dienstleistung sehr, sehr wertvoll ist, dass du nur mit bestimmten Kunden zusammenarbeiten möchtest. Und natürlich auch, wer etwas Besonderes möchte, der muss vielleicht auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Jetzt fragst du dich vielleicht, hey Uwe, wie soll ich mir denn diese ganzen Sätze alle merken? Und deswegen an der Stelle möchte ich dich beruhigen, ich konnte sie mir auch alle nicht merken. Aber auch hier wieder möchte ich was ersetzen. Es gibt einen Satz, mit dem solltest du beginnen. Und das ist der Satz, und genau deswegen sprechen wir ja heute miteinander. Oder und genau deswegen habe ich sie heute auch angerufen. Wenn du anfängst, jeden Einwand einfach erstmal stumpf mit und genau deswegen zu beantworten und dann nicht weißt, was danach kommt, also was sollst du denn jetzt sagen nach und genau deswegen, dann verlass dich auf dein Growth Mindset, auf dein Unterbewusstsein, auf Neuroplastizität, also müssen wir nochmal drauf zurückkommen, denn dein Gehirn ist in der Lage, sich in Sekundenbruchteilen die Lösung auszudenken. So, und wenn dein Kunde wirklich, und das möchte ich an der Stelle noch einmal ganz kurz betonen, sehr, sehr wichtig, wenn dein Kunde wirklich kein Geld hat, dann ist das für mich einer der Gründe, warum ich manche Kunden nicht in mein Coaching nehme. Denn ethisch, moralisch muss es natürlich vertretbar sein, wenn dein Kunde kein Geld hat, dann solltest du das auch respektieren. Es ist vielleicht oftmals auch eine Ausrede, ja, das mag sein, aber
Es kann auch tatsächlich sein, dass dein Kunde so offen und ehrlich zu dir ist und dir sagt, ich habe kein Geld, ich kann mir das gerade nicht leisten. Und das solltest du dann respektieren, denn das allerletzte, was du haben möchtest, und so geht mir das auch, ist ein Kunde in deinem Coaching, wenn du Coachings oder Dienstleistungen verkaufst, der dann den Kopf nicht frei hat, weil er Geldsorgen hat wegen dir. Also solche Kunden lehnen wir dann in der Regel ab. Wir geben denen dann vielleicht ein günstigeres Einstiegsprodukt, womit sie erstmal starten können, damit sie Geld verdienen. Und wenn sie später dann ein bisschen Geld verdient haben durch das, was wir ihnen schon gegeben haben, dann erinnern sie sich daran und kommen zu uns. Und weil Verkaufen so viel Spaß macht, kommt gerne in die Einfach-Neukunden-Community. Ich freue mich auf dich. Bis dann, dein Uwe.